Ab dem Wochenende rollt der Ball auch in der Schweizer Super League wieder. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Top-Tag, wo heute eigentlich kein Top-Tag, sondern ein Fußballtag ist. GC steigt als Leader in die Rückrunde rein und hat eigentlich sozusagen den Wintermeistertitel zu verteidigen. Darum haben wir heute den Cheftrainer vom Grasshopper Club Zürich bei uns, Uli Forte, herzlich willkommen. Wir haben uns, ja, es ist knapp ein Jahr her, schon mal getroffen. Dortmal ist GC im Tabellenkeller gesteckt. Es hat Wochenende für Wochenende Niederlagen abgesetzt, auch hier, wo du die Mannschaft übernommen hast vom Ciriakos Forza. Jetzt ist knapp ein Jahr vorbei, GC grüßt von der Tabellenspitze. Hast du mit dieser Mannschaft, mit diesen Spielern eine Gehirnwäsche gemacht in der Zwischenzeit? Oder warum läuft sie jetzt auf das Mal? Nein, sicher keine Gehirnwäsche, sondern das hat vor allem auch mit den Transfer zu tun. Man hat die ganze Mannschaft umgestaltet. Man hat gewusst, dass man Transfer machen muss. Und die Transfer haben eigentlich zu 100% eingeschlagen. Jeder Spieler, den wir geholt haben, war eine grosse Verstärkung für die Mannschaft. Und vor allem an dem liegt es, dass es jetzt anders läuft. Und gleich genauso, wie man keine Erklärung hatte, warum es nicht so gelaufen ist, höre ich immer wieder, man hat auch keine Erklärung, warum es jetzt plötzlich läuft. Ich hoffe aber schon, dass du eine Erklärung hast. Ja, sicher. Wir haben sicher Erklärungen vom Trainerstaff, weil wir arbeiten ja tagtäglich mit diesen Spielern zusammen. Es ist, wie gesagt, die Spieler, die gekommen sind, das ist die Achs natürlich, die Achs. Mit Bürki im Goal, genau. Mit Grichting, Vilotic, Salatic, genau. Der Gasch im Mittelfeld und der Ben Khalifa ganz vorne, das ist die Achs, die wir gebraucht haben, wo wir ja alle gewusst haben, die letzte Saison, als ich angefangen habe, dass die verloren gegangen ist, durch verschiedene Gründe, vor allem auch durch Verletzungsgründe, die sie hatten, mit dem Smiljanic, Gabanas etc. Ja. Und die Achse haben wir jetzt einigermaßen aufbauen und die Achse, die funktioniert und trägt das Ganze mit jetzt. Trotzdem, wenn GC mit den ersten 11 spielen kann, dann sind sie sicher gefährlich. Aber wenn nicht die ersten 11 shooten können, dann ist das Kader schon noch nicht ganz so breit, wenn man es jetzt zum Beispiel würde vergleichen mit einem FC Basel. Stinkt das manchmal auch ein bisschen, dass quasi vom 12. Durchlauf nicht ganz so stark besetzt bist wie andere? Nein, das muss man akzeptieren. Der FC Basel, ich habe es schon an verschiedenen Orten erwähnt, spielt in einer eigenen Kategorie. Also da gibt es keinen, der es nur annähernd das Wasser reichen kann am FCB. Und darum ist auch die Saison ganz klar darauf eingestellt, wer schlägt den FC Basel. Mhm. Der FC Basel ist der Team to beat, wenn man so schön sagt. Und darum ist das ein Fakt, den man akzeptieren muss, wenn man bei GC-Trainer ist. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann muss man irgendwo in eine andere Liga, in ein anderes Land gehen. Weil der FC Basel ist und bleibt Liga Krösus bei uns. Und da ändert sich auch nichts dran. Auch GC hat ein grosses Talent, der Agili, verloren an FC Basel. Reut dich das ein bisschen? Ja, es reut mich, weil der Endogan Adili ist ein sehr talentierter Spieler, den wir gerne hätten weiter aufgebaut bei uns. Und er ist ja ein Ur-GC-Spieler in dem Sinn. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Endogan Adili uns 15 Goal geschossen hat in der Vorrunde, dass wir jetzt dem nachtrauern müssen. Es war vor allem eine Zukunftsperspektive, die wir jetzt verloren haben durch das. Aber in der Vorrunde hat er sehr, sehr wenig bis gar nichts dazu beigetragen, an dieser Leistung dieser Mannschaft. Wir haben den FC Basel erwähnt, die haben auf dem Transfermarkt gerade nochmal zugeschlagen. Die haben die Seredier von Sion übernommen, die haben aber auch den Bobadilla von IB übernommen. Also das heisst, die haben auch über den Winter ein bisschen mit dem Säbel gerasselt. Jetzt hat GC noch 4 Punkte Rückstand, Vorsprung, Entschuldigung, auf Basel. Also Basel hat 4 Punkte Rückstand. Wie geht man jetzt in die Saison ein? Eigentlich müsste man doch jetzt aus dem Wintermeister einen Meistertitel machen, oder? Ja, aber das ist eben nicht so logisch. Weil einerseits eben Fußball seine eigenen Gesetze hat und andererseits ist es so, dass der FC Basel mit diesen Transfer ganz klar noch mal ein Ausrufezeichen oder zwei Ausrufezeichen gesetzt hat. Sie sind noch mehr in ferner Weite gerückt mit diesen Transfers. Sie haben jetzt ein Kader, das unglaublich gespickt ist mit Top-Spielern. Doppelt bis sogar dreifach besetzte Positionen. Der Muri Jakin ist jetzt am Schauen, dass er wieder ein bisschen entschlacken kann, das Kader, weil das ist unglaublich stark und gross. Und darum ist das leider keine logische Folge. Wenn es eine logische Folge wäre, müssen wir ja nicht da hocken und über das diskutieren. Über Leisten schon, wie wir gegen die gewinnen können? Ja, das sowieso, aber jetzt nicht über den FCB, weil unser erstes Spiel ist in Genf und das wird viel, viel schwieriger als das FCB-Spiel. Weil wir gehen zum Letzten wieder. Wir haben es schon letztes Jahr erlebt, wie das ist, wenn man als Erster zum Letzten runterfährt, auf Genf runterfährt und dort das Gefühl hat, ja, dann nehmen wir jetzt die 3 Punkte einfach so lockerlässig mit heim. Und prompt hat es eins aufs Dach gegeben. Wir haben 2-0 verloren und sind mit verdutzten Gesichtern wieder 3 Stunden in die Karre oder 3,5 Stunden. Und darum wollen wir jetzt das
in diesem Jahr nicht wiederholen lassen. Und wenn kein Déjà-vu erleben und müssen uns vor allem auf den FC Servette jetzt vorbereiten. Nicht daran denken, was mit dem FCB ist. Ist denn die Niederlage gegen Servette noch ein Thema im Team? Oder schaut ihr jetzt nur auf den Match, der am Wochenende stattfindet? Das muss ein Thema sein, weil genau das war die Konstellation, die wir dort schon in der Vorwoche vor diesem wichtigen Spiel besprochen haben. Wir sind aus einer Serie gekommen mit 9 Siege hintereinander. Was fast unglaublich war. Unglaublich war. Von diesen 9 Siegen haben wir 7-mal zu 0 gespielt. Mhm. Also es war eine unglaubliche Sicherheit in dieser Mannschaft. Aber diese Sicherheit ist schon wieder fast gefährlich geworden, wenn man das Gefühl hatte, hey, wenn man jetzt zum Letzten geht, nach 9 Siegen hintereinander. Also was will da passieren? Und das ist genau das Problem im Fußball. Im Fußball geht es immer bei 0-0 los. Man muss sich jeden Millimeter wieder erackern und erarbeiten. Und so müssen wir jetzt auch am nächsten Samstag in Genf auftreten, wenn wir überhaupt etwas mitnehmen wollen. Weil die haben das Messer am Hals. Die müssen unbedingt punkten, weil sonst verlässt die Sicherheitszone immer mehr Servette Genf und dann sind sie nahe vom Abstieg zu. Immer mehr redet man im Fußball natürlich über die Verteidigung in erster Linie, weil man mal zu Null spielen. Das ist GC weitgehend gelungen, zeigt aber auch, wenn er eine bekommen haben, dann ist es meistens sehr schwierig geworden, oder? Ja, es ist ja so, dass wenn wir zu Null gespielt haben, meistens gewonnen haben. Und darum habe ich auch der Mannschaft jetzt wieder das versucht beizubringen in der Vorbereitung, dass wir jetzt nicht das Gefühl haben, weil wir Erste sind, müssen wir jetzt da einen Juhe-Fußball und nur haben, einen Hurra-Fußball auf den Platz bringen und das Gefühl haben, wir müssen jetzt unglaubliche Sachen liefern. Nein, wir müssen wieder zu den Tugenden zurückgehen, die uns stark gemacht haben in der Vorrunde. Und das war ganz klar die Abwehrarbeit, wo die ganze Mannschaft betroffen ist, nicht nur die Abwehr, sondern die ganze Mannschaft hat dort mitgeschafft, vom Ersten, vom Ben Khalifa vorne, wo sich die Lunge fast rausgekotzt hat, wenn ich es so sagen darf. Aber noch nicht so häufig getroffen hat. Ja, aber viele Scorepunkte gemacht haben. Aber eben, auch das ist überhaupt kein Problem, weil die Mannschaft hat genau gewusst, er hat krampft ohne Ende fürs Team. Und das honoriert das Team dann auch. Auch wenn er nicht so viel Goal schießt. Er hat zwar mit seinen 4 Goal und mit seinen 6-7 Assists hat er einen von den Topscorer markiert bei uns. Aber es muss so sein, dass wir wieder dort hinkommen, dass wir wieder zu Null spielen können und jetzt auch in Genf zu Null spielen können. Würdest du sagen, bei GC im Moment ist die Mannschaft der Star? Absolut. Absolut. Wir haben keinen überragenden Star in dem Sinn, sondern wir haben überragende Typen, Spielertypen. Das ist ein Salatic als Captain, der Roman Bürki als Vize-Captain und dann haben wir eben mit Gerichti und Velotic zwei, die die unterstützen. Mhm. Aber wir leben von unserem Kollektiv. Wenn wir das Kader 1-1 vergleichen, nicht nur mit Basel, jetzt haben wir immer über Basel geredet, aber wir können auch Sion nehmen. Schauen wir mal, was Sion jetzt da wieder verpflichtet hat mit dem Gelson, der zurückkommt aus dem Ausland, nach x Jahren Erfahrung. Dann haben wir die schlechteren, also in Anführungszeichen die weniger teureren Spieler und weniger guten Spieler. Aber wir müssen das beste Kollektiv sein und das ist unser Ziel. Und wie erreicht man das? Ja, man erreicht es, indem man ein super Trainingslager macht, wie wir jetzt das hatten in Südafrika, in Kapstadt. Haben wir glücklicherweise aufgrund von 2 nahestehenden Personen im Verein haben wir dort runtergehen. Die haben das gesponsert. Das war genial. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei diesen 2 Personen. Sie wissen, wer damit gemeint ist. Ich will jetzt da nicht weitere Namen nennen. Aber indem wir dann dort vor allem am Teamkit geschaffen haben. Das haben aber ist auch ein bisschen typisch, oder? Wenn GC plötzlich wieder Leader ist, dann gibt es auch Leute, die sagen, jetzt rühren wir ein tolles Trainingslager auf. Das wäre vor einem Jahr als quasi Tabellenletzte undenkbar gewesen, oder? Ist normal. Das ist normal. Das ist der Fußball. Alle wollen erfolgreich sein. Nicht nur im Fußball, in der Gesellschaft allgemein. Dort, wo man Erfolg hat, dort, wo man dabei sein. Und wenn es Misserfolg gibt, wird niemand dabei sein. Und vor allem, wird niemand verantwortlich sein dafür. Zeigt aber auch ein bisschen, wie schnelllebig das ganze Geschäft ist, natürlich. Ja. Also, auch für dich, aus dem Tabellenkeller jetzt ganz an die Tabellenspitzen raufgekommen, bist du dann manchmal auch bewusst, dass es relativ schnell wieder retour kann? Ja, sehr, sehr. Also, normalerweise im Fußball ist es so, der Weg ab ist viel, viel schneller als der Weg rauf. Darum sage ich auch den Spielern immer wieder, dass man vergessen muss, was war. Das war eine super Vorrunde. Die Mannschaft hat hervorragend geleistet. Aber das bringt uns nichts. Wegen dem gewinnen wir jetzt nicht mehr Punkte oder mehr Spiele. Darum müssen wir jetzt einfach wieder bei Null anfangen. Wir müssen die Touren wieder zurückstellen. Aber es kann schon sein, dass es im Selbstvertrauen bei den Spielern ein bisschen etwas auslöst. Die Frage ist einfach, was ist gesund Selbstvertrauen und wann kippt es quasi in Überheblichkeit? Was machst du mit der Mannschaft, um genau das Problem zu verhindern? Das ist genau der schmale Grat, wo wir tagtäglich gehen mit dem Trainerstaff. Wir müssen Augen und Ohren offen behalten und die Sensoren draussen haben von Anfang an, weil es kippt schnell. Es kippt schnell, vor allem, wenn man so junge Mannschaft hat wie wir. Wir sind ja die jüngste Mannschaft nach wie vor in der Super League.
Und darum ist es wichtig, dass man dort alle Sensoren draussetzt und alle Fühler ausstreckt und versucht, den Puls der Mannschaft tagtäglich zu spüren, damit, wenn so etwas passiert, dass man sofort intervenieren kann und dort kann mit dem Stock dahinter gehen. Ich weiss von Mannschaften, die arbeiten mit Mentaltrainer zusammen zum Beispiel. Ist das etwas, das ihr auch in Anspruch nehmt? Nein, das ist überhaupt nicht der Fall bei uns. GC hat vor meiner Zeit etwa 3-4 Mentaltrainer angestellt gehabt. Mhm. 3-4? Und, ja, und gleichzeitig? Ich habe das nicht gut gefunden. Oder? Ich finde Mentaltraining sehr wichtig, sehr gut. Ich selber habe schon Mentaltraining gehabt, als wir in St. Gallen waren. Dort haben wir das auch gemacht. Ich finde das ein sehr wichtiges Gebiet, weil Muskeln trainieren, Herzkreislauf trainieren, Technik trainieren, das ist alles tipptopp, aber der Kopf trainieren ist gerade so wichtig. Aber das muss jeder für sich machen, privat. Weil der eine will eine Frau, der andere will einen Mann, der eine will einen Jungen, der andere will einen Älteren, der eine hat einen Kollegen aus der Familie, der andere hat irgendeinen Externen. Das kann man nicht verallgemeinern für alle. Und darum ist es etwas, was ich von Anfang an der Mannschaft gesagt habe, ich finde das eine gute Sache, macht das. Ich tue alle dazu anspornen, so etwas zu machen. Aber ihr müsst es privat außerhalb des Campus machen, das müsst ihr auf der eigenen Schiene fahren. Wie hat es gemacht? Ich gehe davon aus, dass es gemacht wird. Ich weiss von Clubs, beispielsweise Pfadi Winterthur, die arbeiten sogar mit einem Hypnotiseur zusammen. Wäre das auch etwas, was du vielleicht einmal könntest ins Auge fassen, oder ist das etwas, was du jetzt nie machen würdest? Ja, es ist ein heisser. Weil man muss wieder von Typ zu Typ unterscheiden. Also da geht man dann auch als Unterbewusstsein natürlich. Ja, das macht man auch. Aus dem Grund macht man es auch. Oder? Mhm. Man setzt die Spieler in eine Hypnose rein, um an die Unterbewusstseinquellen herankommen. Es ist ein heisser. Aber glaubst du an einen positiven Effekt? Ja, sicher. Es ist unbestritten, dass man das machen kann. Ich meine, man kennt es aus der lernenden Branche, wo man so versucht, noch mehr Wissen zu biegen in ein Herz, in einen Mensch, in einen Kopf. Und darum geht das sicher. Aber nochmal, man kann es nicht verallgemeinern und für alle über den gleichen Kamm scheren, das geht nicht. Also im Moment sind wir noch nicht unter Hypnose in dem Fall? Nein, ich hoffe es nicht und ich hoffe, wir werden es auch nie sein. Der Roman Bürki haben wir vorher kurz angesprochen. Der Goalie, ein wichtiger Part natürlich in dieser Mannschaft. Jetzt gehört er eigentlich noch IB. Im Moment sind wir dran, den können zu übernehmen. Ist das Kessel genug gefühlt, dass der Transfer noch wird gelingen? Das wäre schon wichtig auch für die Zukunft, dass die Goalie-Position eigentlich klar ist. Ich hoffe es schwer. Roman hat eine riesige Entwicklung hinter sich. Jetzt nochmal. Er hat schon vorher eine gute Entwicklung gehabt mit den verschiedenen Vereinen, die er war. Schaffhausen, Thun. Und jetzt bei GC hat er nochmal einen Schritt Fürsche machen. Der Roman ist ein ganz wichtiger Part in unserem Verbund dort in der Abwehr. Und ich hoffe schwer, dass wir das hinkriegen. Weil bei IB ist alles klar mit dem Wölfli. Also ich nehme nicht an, dass jetzt der Freddy... Und haben auch eine gute Nummer 2 inzwischen. Genau, dem Vogo, der dort wartet hinten daran. Und ich glaube nicht, dass es jetzt Platz hat für den Roman Bürki. Darum würde es eigentlich nur Sinn machen, wenn er zu uns kommt. Der kostet um die 750'000 Franken herum, was eBay im Moment will, so plus minus, plus noch ein bisschen Transferrecht, wenn wir dann allenfalls weiterverkaufen würde. Ist ja das wert? Absolut. Ich weiss jetzt die genauen Zahlen nicht, weil das ist nicht meine Baustelle. Das ist die Baustelle von Herrn Rapic und von Herrn Dose, die dort für die Finanzen zuständig sind. Ich tue nämlich nur meine Wünsche anbringen. Und dann werden es hoffentlich manchmal auch erfüllt. Aber er ist auf jeden Fall jeder Franken wert, egal wie viel er kostet. Gut, dann hoffen wir für dich, dass der Transfer in den nächsten Tagen noch über die Bühne geht. Reden wir noch ein bisschen über das Trainingslager. Da haben wir Außergewöhnliches erlebt in Kapstadt. Erzähl mal kurz ein bisschen über das Trainingslager, das GC erlebt hat. Ja, es war ein durchaus perfektes Trainingslager gewesen. Wir haben das erste Mal in einem Stadion können trainieren, das vor ein paar Jahren aufgebaut worden ist für die WM, also das Cape Town Stadium. Das ist schon mal ein Highlight. Wo die Spieler das erste Mal dort ins Training. Könnt ihr uns gerade das Bild anschauen aus dem Trainingslager? Da sieht es auch aus, als wenn es relativ warm gewesen wäre. Optimale Bedingungen haben da getroffen, oder? Ja, es war Hochsommer in Südafrika gewesen. Also das waren jeden Tag etwa 30 Grad gewesen, plus minus. Und praktisch nie Regen. Also einmal hat es ein bisschen tröpfelt. Das sind hervorragende Bedingungen gewesen. Und das Stadion, das sehen wir da, das ist neu gebaut worden für die WM, das Cape Town Stadium. Und da haben wir dafür trainiert. Das war das Highlight für jeden Spieler, wo wir reingelaufen sind am ersten Tag. Haben sie zuerst mal ein bisschen gestaunet und ein bisschen rumgeschaut und sich gefreut auf das Training. Findet es gerade so spannend, wahrscheinlich wie der letzte Grund, nehme ich jetzt mal an, oder?
Ja, gut, der letzte Grund ist ja auch nicht schlecht, aber das war dann schon eine andere Kategorie gewesen da. Ihr habt in diesem Trainingslager aber nicht nur Fußball gespielt, ihr habt auch sonst so ein bisschen teambildende Massnahmen betrieben, unter anderem, und das ist doch recht außergewöhnlich und auch spektakulär, sind ihr mit Haien getaucht. Auch da haben wir ein paar Bilder, da sehen wir dich. Da schaust du noch ein bisschen skeptisch, hast du ein bisschen Respekt vor diesen Haien, die nachher kommen? Ja, das muss man haben, weil das waren über 4 Meter Brücken mit einem riesen Maul und gefletscht haben, weil da haben sie amigs Köter reingerührt, um sie ein bisschen anzulocken. Also es war ein sensationelles Erlebnis gewesen, da. Und dann haben wir ein anderes Bild, ja, da haben wir so einen Hai. Ja. Ist schon beeindruckend. Wie haben die Spieler reagiert? Sind sie nicht nervös geworden? Die Spieler, die es gesehen haben, um was es geht, sie haben ja lange nicht gewusst, was wir machen. Es ist zwar ein bisschen gemunkelt worden, Haifischalarm, oder? Der Blick hat auch etwas geschrieben gehabt. Aber sie haben nicht gewusst, genau, was wir machen. Erst, als wir dann in das Fischerdörf reingefahren sind und überall die Haie gehangen sind und die Haibilder ausgestellt waren, dann haben sie realisiert, oh, jetzt gehen wir wirklich heimtauchen. Und dann ist ein Mucksmäuschen still geworden im Bus. Das sind in so einem Käfig runter, das können wir auch noch zeigen. Mhm. Auch wenn man es jetzt nicht so gut kennt, das ist der neue Brasilianer, der Rocha, und du zusammen im Käfig unter Wasser. Wie war das, wo die Haifische auf euch zugeschwommen sind? Das war eindrücklich, weil die sind auf einem zugeschwommen und haben dort nach der Beute geschnappt, wo sie immer wieder reingerührt haben. Und dann haben sie das Maul aufgespreizt. Und das ist gerade 30 cm vor einem passiert. Zum Teil haben sie sogar ein Gitter attached, also sie sind am Gitter angekommen. Also das ist hervorragende Erlebnisse sind das gewesen. Hat es dann auch Spieler gegeben, die Angst hatten und gar nicht gegangen sind? Ja, sicher, das hat es immer wieder. Und was hast du mit denen gemacht? Ja, die haben wir dann sofort über Bord gerührt und haben sie ins Wasser reingerührt. Nein, Spass beiseite, das muss man respektieren. Nicht jeder darf man zwingen dazu. Es war ein Dörfer, es war kein Muss. Die Spieler sind natürlich oben an Deck schauen und haben natürlich dort eine super Perspektive auf die Raubtiere. Und nachher, wo alle erzählt haben, wie es im Käfig war, hat es die nicht ein bisschen gerollt, dass sie nicht mitgemacht haben, letztendlich, wo sie dann wieder weg waren? Ja, ich glaube schon. Am Schluss glaube ich schon, dass sie ein bisschen bereut haben, aber das muss man akzeptieren. Da darf man niemanden dazu zwingen, weil nochmal, da geht es auch ein bisschen um Emotionen und ein bisschen Adrenalin und das haben sie auch und ich dürfen erfahren. Und was kann denn jetzt die Mannschaft von so einem Trip rausnehmen für die Meisterschaft? Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ja, das kittet zusammen. Also das ist ja der Grund von so Anlässen, dass man den Teamspirit noch mehr fördert, dass man die Mannschaft noch näher aneinander rücken lässt. Und ich glaube, das ist in diesem Trainingslager auch passiert. Man hat gemerkt, die Stimmung ist gut in dieser Mannschaft. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so gewesen wäre, weil wir sind ja nach wie vor Wintermeister gewesen, da, zu dem Zeitpunkt. Also es ist klar, dass die Stimmung besser ist, als wenn es nicht so läuft. Aber man will noch mehr den Kern kitten und man will noch mehr Stärke entwickeln. Ist denn das jetzt gerade ein Zufall, dass du mit dem neuen Brasilianer, dem Rocha, bist getaucht? Oder ist das klar gewesen, dass man quasi den Neuen mit dem Trainer ein bisschen zusammenbringt, damit er euch kennenlernt? Ist das ein Zufall gewesen, zum Beispiel? Ja, das ist jetzt nicht bewusst passiert. Aber man hat sich schon um ihn gekümmert und man hat sich schon um ihn bemüht, weil man darf nicht vergessen, der ist von Brasilien da gekommen, der hat noch nie Schnee vorher in seinem Leben gesehen und kommt in den Campus und sieht dort zentimeterweise Schnee am Boden liegt und das erste, was er gemacht hat, ist angelaufen und hat sie in die Hand genommen und hat gesagt, was ist das genau? Oder? Und dann hat sie es schnell wieder weggerührt, weil er gemerkt hat, Scheiße, das ist ja kalt. Oder? Und darum muss man so einen Spieler, der von so weit wegkommt, muss man schon betreuen. Der kommt von Recife, hat dort gespielt in Brasilien. Wie ist dann GC auf den gekommen? Ja, man hat ihn über das Scouting-System mal gesehen. Sind wir mal auf ihn angesprochen worden natürlich von Agenten und dann hat man ihn weiter verfolgt und dann am Schluss ist eine leihweise Vereinbarung möglich geworden und dann hat man das gemacht und jetzt ist er leider ein bisschen angeschlagen momentan, aber ich bin überzeugt, dass der uns noch wird können helfen in dieser Rückrunde. Ist es nicht nur schwierig mit Brasilianern? Es gibt hunderte, tausende Brasilianer, die den Sprung aus dem eigenen Land raus machen, irgendwo in Europa, wenn die Fuss fassen, sei es in Top-Ligen oder auch in mittleren Ligen, manchmal auch in unteren Ligen. Ist es nicht schwierig, den Brasilianer zu finden, der die Mannschaft wirklich weiterbringt? Ja, das ist immer das Schwierigste. Nicht nur bei Brasilianern. Allgemein bei Transfer ist es immer schwieriger, genau den Transfer zu machen, der passt. Aber bei ihm ist es so, dass wir gewusst haben, was er kann. Er hat auf höchster Ebene gespielt in Brasilien. Ist ein Aggressivleader, ist sehr polyvalent einsetzbar. Kann hinten links, kann in der Innenverteidigung halb links spielen und kann sogar auf der Nummer 6 Position von Vero Salatić spielen. Also von dem her haben wir da einen polyvalenten Defensivspieler
Spieler eingekauft und ich hoffe, dass er das noch zeigen kann. Im Interview von dir habe ich gelesen, dass er eigentlich noch kommen, weil er vorher verletzt war. Sonst wäre der Transfer gar nicht möglich gewesen. Warum nicht? Ja, weil das ein Topspieler ist. Das ist ein absoluter Topspieler. Der ist von St. Paulo ist der mal gekauft worden. Und wenn der sich nicht verletzt hätte und so angeschlagen wäre jetzt momentan, wäre das gar keine Möglichkeit geworden für uns, weil das ist unerreichbar. Der wäre viel zu teuer geworden. Das ist ähnlich wie beim Vilotic. Milan Vilotic ist ja zu uns gekommen, weil er ein Problem hatte in Belgrad und weil er dort den Vertrag nicht mehr wollte verlängern und sie ihn aussortiert haben. Und das wäre das gar nicht möglich, so einen Spieler von dieser Klasse für diesen Preis, für unsere Verhältnisse zu verpflichten. Du hast aber vorher gesagt, er sei leicht angeschlagen, der Rocha. Wie sieht denn das aus fürs Wochenende? Nein, das lange nie. Das lange gar nie. Er hat jetzt wenig können trainieren in der Vorbereitung. Also den müssen wir jetzt momentan beiseite lassen. Ist auch nicht so schlimm, weil es ist nicht so, dass wir auf dem letzten Zacken laufen. Der wird sicher nicht spielen in Genf. Der andere Zungenbrecher-Transfer ist der Anatol Ngamukol. Merkst du, ich habe lange geübt, bis ich es können sagen. Stürmer von Thun, der jetzt bei GC ist. Was erhoffst du von ihm? Ja gut, er bringt eine weitere Dimension in unser Spiel, die wir ein bisschen nicht gehabt haben, aber ein bisschen vermisst haben in der Vorrunde. Und das ist der Speed. Oder? Er ist ja einer der schnellsten Spieler in dieser Liga. Mhm. Und wir erhoffen uns mit seiner Schnelligkeit doch noch eine Dimension mehr in unserem Spiel hineinzubringen. Das heisst, Tiefe attackieren, das heisst, Bälle-Tiefe, weil wir doch jetzt in der Vorrunde vor allem vom Kurzpassspiel gelebt haben. Wieso haben Sie gerade den geholt? Ja, weil er genau die Charakteristika hat, die wir brauchen. Eben Schnelligkeit, stark am Ball. Der Torinstinkt natürlich, hat 6 Goal geschossen schon bei Thun. In einer weniger guten Mannschaft, 6 Goal geschossen, ist eine sehr gute Leistung. Ich hoffe, da kann er bei uns gerade anknüpfen an diesen Leistungen. Und er ist ein super Typ, er ist ein sehr guter Charakter und auch ein sehr aufgestellter Charakter und der passt tiptop in unsere Mannschaft. Also der hat sich schon integriert und der ist auch mit dabei am Wochenende? Der hat sich sehr gut integriert, hat auch alle Testspiele können bestreiten, hat schon Goal geschossen in den Testspielen, also der ist voll dabei am Wochenende. Mhm. Jetzt auffallend ist, seit GC plötzlich wieder ein bisschen vorne mitspielt, dass es auch im Umfeld wieder viel mehr Leute gibt, die sagen, ja, ich bin eigentlich schon immer GC-Fan gewesen, die sich quasi wieder outet. Es gibt auch wieder ein bisschen mehr Leute im Stadion, es ist jetzt noch nicht gerade explosionsartig vorwärts gegangen, aber immerhin, man spürt überall so ein bisschen positive Tendenzen, wie wichtig ist das für dich und für die Mannschaft? Sehr wichtig, weil die Fans und die restlichen Zuschauer die Mannschaft sehr gut unterstützt haben in dieser Vorrunde. Also wenn man denkt, im Derby im letzten Spiel 18.800 Zuschauer sind es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Das ist sehr wichtig, weil vor leeren Kulissen spielt niemand gern. Auch wenn es professionelle Spieler sind und sollten ja auch bei leeren Kulissen ihre Leistung abrufen. Aber es ist doch etwas anderes, wenn es ein bisschen Volk auf der Tribüne hat. Und für uns ist das auch ein Punkt, den wir von Anfang an angeschnitten haben, wo ich angefangen habe bei GC. Wir wollen wieder mehr Zuschauer ins Stadion bringen und das ist uns bis jetzt nicht schlecht gelungen, aber wir wollen weiter auch dort daran arbeiten und unser Ziel in der Rückrunde ist ganz klar der 20er. Das heisst, wir wollen irgendwann einmal 20'000 Zuschauer im letzten Grund haben. Mhm. Also das heisst, eine sympathische Mannschaft allein sein nützt nichts. Das müssen die Resultate stimmen, dass die Leute ins Stadion kommen. Das muss vor allem der Einsatz stimmen. Das ist das Wichtigste. Ja. Der Einsatz muss stimmen von der Mannschaft. Die Zuschauer müssen sehen, hey, die Mannschaft probiert alles auf dem Feld. Sie verreisst sich. Und dann, wenn die Resultate noch dazukommen, dann ist es perfekt. Ja. Du hast auch den FC Zürich angesprochen, das letzte Derby angesprochen. Was mir einfach ein bisschen auffällt in den letzten Jahren, man hat es eigentlich nie mehr geschafft, dass der FCZ und GC Topmannschaften sind. Entweder ist der eine gelaufen oder der andere gelaufen. In den letzten Jahren ist es eher am FCZ gelaufen. Jetzt scheint es, dass es wieder kehrt. Wieso gelingt es nicht, dass beide Zürcher Mannschaften auf Augenhöhe können vorne mitspielen können? Ich denke, das ist ein Zufall. Ich denke, das ist jetzt, ja, ich denke, das hat nichts mit der Konstellation in Zürich zu tun, sondern es ist ein Zufall. Wie gut schätzt sich dann der FCZ ein? Der FCZ hat durchaus Potenzial, das sie noch nicht gezeigt haben. Also sie sind sicher unter dem Wert klassiert. Jetzt müssen wir schauen, wie sie jetzt die Abgänge verkraftet. Sprich der Xera, der ins Ausland ist, für Italien, und der Kukli, der sich jetzt verletzt hat. Gerade jetzt im Testspiel passiert gegen Bellinzona. Müssen wir schauen, wie sie das verkraftet. Aber der FCZ ist sicher unter dem Wert klassiert, das kann man so sagen. Und dann gibt es ja noch mal eine Super League-Mannschaft auf unserem Sendegebiet. Eine, die du gut kennst, nämlich der FC St. Gallen. Im Göpp sind sie rausgefallen, sonst wäre das euer nächster Gegner im Göpp. Jetzt spielt er auswärts in Aarau. Vielleicht aber gleich noch schnell zwei Worte zu St. Gallen. Was traust du denn in der Rückrunde zu? Ja gut, sie haben bis jetzt eine überragende Vorrunde gespielt. Wer hätte das gedacht? Auch bei ihnen. Mhm. Sie sind ja die zweite Mannschaft, die für sehr viel Überraschung gesorgt hat.
in dieser Saison. Man hat gewusst, dass es sicher wird gut gehen, weil nach einem Aufstieg ist man immer in Euphorie und im Flow, wie man so schön sagt. Aber dass es gerade so gut abschneidet, denke ich, hätten sie auch nicht erwartet. Und auch mit ihnen ist zu rechnen jetzt in der Rückrunde, ist klar. Jetzt haben wir im Cup Aarau. Gegen wer hättest du lieber gespielt? Gegen St. Gallen oder ich, gegen Aarau? Ich muss ehrlich sagen, ich hätte lieber gegen St. Gallen gespielt. Weil, wieso? Ja, weil da wäre es ein Duell auf Augenhöhe gewesen und da hätten alle gewusst, um was es geht. Und jetzt ist die Gefahr wieder da, dass man sagt, hey, Challenge League, was will man dann schon riskieren gegen einen Challenge League ist easy. Das allerdings muss man sagen, Aarau ist eine starke Mannschaft. Das ist das. Und das Zweite ist, Aarau hat eine Super League-Mannschaft beieinander momentan. Und sie sind ja sehr gut im Rennen für einen Aufstieg in die Super League. Und darum müssen wir uns auch dort sehr, sehr gut vorbereiten. Aber das ist ja jetzt noch in weiter Ferne. Das ist auch wieder ein erklärtes Ziel. Jetzt geht die Saison wieder los. Gibt es außerhalb der Saison für dich überhaupt Möglichkeiten, um mal durchzuschnaufen, mal an etwas anderes zu denken? Oder ist von jetzt bis im Juni einfach Fußball zu 200% drin? Nein, das muss aber so sein. Also, wenn einer den Job macht, den wir machen als Trainer in der Super League, dann kann es gar nicht mehr viel anders geben. Dann gibt es vielleicht eine Familie nebenbei und dann ist fertig. Also für Hobbys und Freunde und irgendwelche Freizeitbeschäftigungen hat es einfach keinen Platz. Oder das ist so ein intensives Geschäft. Man hat es vorher gesagt, das ist ein Tagesgeschäft, hat man früher gesagt. Ja. Ich sage heutzutage sogar Halbtagesgeschäft. Da hat es nicht mehr viel Platz für uns. Ein Haifischbecken, sind ihr drum mit den Haifisch tauchen? Absolut das Haifischbecken. Und wenn du nicht fressen tust, wirst du gefressen. So muss ich sagen. Also ist das eigentlich die optimale Metapher gewesen, für euch, um in die Rückrunde zu starten? Habt ihr jetzt Haibilder in der Garderobe zum Beispiel noch aufgehängt? Nein, noch nicht. Aber, hat doch einmal den Gross gemacht mit dem Matterhorn zum Beispiel? Genau, wir haben noch nichts, aber ich habe dort schon etwas im Kopf, im Hinterkopf. Mal schauen, vielleicht können wir es jetzt diese Woche noch umsetzen. Ist das wichtig, dass man auch so visuell versucht, mit den Spielern quasi ein Ziel rauszuziehen? Sehr, sehr. Bilder bleiben viel mehr hängen, das weiss man aus der Forschung heraus. Bilder bleiben viel, viel mehr und viel länger hängen als Wort. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass man immer wieder mit Bildern arbeitet, um auch irgendwelche Assoziationen zu schaffen. Letzte Frage, kurze Antwort. Wird aus dem Wintermeister ein Meister? Das weiss nur Gott. Danke vielmals, Uri Forte, dass du dir Zeit genommen hast, in dieser intensiven Zeit noch bei uns vorbeizuschauen. Wie wir mehrmals gesagt haben, am Wochenende geht es wieder los in der Super League. Erster Gegner von GC ist Servet in Genf. Ich wünsche alles Gute für die Rückrunde. Danke für den Besuch. Das war der Top-Tag. Bei uns gibt es ein paar Augenblicke, das Neueste vom Tag. Ich bedanke mich fürs Interesse. Auf Wiedersehen.